In Brandenburg ist es zu einem dramatischen Autounfall mit zwei Toten gekommen. Ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer verlor bei viel zu hohem Tempo die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen krachte in ein anderes Auto. Zwei Frauen wurden dabei tödlich verletzt. Zwei weitere Insassen mussten mit schwersten Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Unfassbar. Nach dem Unfall befreiten sich der 23-jährige Unfallfahrer und sein Beifahrer aus dem Wrack. Sie flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizei konnte beide jedoch am frühen Morgen festnehmen.